Ey Leute, was geht ab? Ist der Jura, den ich darf heute ganz herzlich begrüßen. Wieder mal auf dem No Hand Gaming Channel, meine Freunde. Und ja, jetzt haben wir ziemlich lange nichts hochgeladen. Das lag einfach daran, dass keiner, das halt einfach Urlaub ist. Und ich war jetzt eine Woche noch in den Ferien. Und Benji ist jetzt 4 Wochen in den Ferien. Freddy ist jetzt zwar da, aber es gab ein bisschen Probleme. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt bin ich auf jeden Fall mit voller Motivation wieder bei No Hand Gaming dabei. Und ja, wie schon gesagt, ich wollte jetzt eigentlich was FIFA aufnehmen, aber die EA-Server buggen einfach so ultra rum und jetzt ist mir einfach nichts Besseres eingefallen als Trials Fusion. Und ich denke mal, das ist ganz okay für so eine Überbrückungsserie oder so. Und ja, ich denke mal, es bockt eigentlich ganz. Hier ist übrigens 1% der Karriere schon erfüllt, weil ich dieses Drecks-Tutorial gemacht habe, weil das so langweilig ist. Das kann jeder Gelähmte eigentlich. Und deshalb fangen wir hier direkt an mit Turbinenterror. Ich muss sagen, Trials Fusion auf der PS4, wer sich das noch nicht gekauft hat, kann ich echt nicht verstehen. Ist echt ein geiles Spiel, es bockt, man kann jetzt auch Online-Strecken fahren, kann ich ja auch mal machen. Aber jetzt werde ich erstmal hier die Standard-Strecken fahren und hier seht ihr schon mal, wie boss ich bin. Oh Gott, dass es geklappt hat, war echt Zufall. Ich bin nicht so der Killer in diesem Game. Aber das kommt schon noch. Aber die Grafik ist unglaublich gut, finde ich. Das Game. Oh, das war WhatsApp, tut mir leid. Ich glaube, das Game kennen wahrscheinlich schon die meisten. Das ist nicht so die Neuheit. Ich wollte es schon mal let's playen, aber dann dachte ich, nee, es ist echt zu langweilig. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich habe jetzt eigentlich ziemlich Bock drauf und das juckt mich auch ehrlich nicht, ob das langweilig ist oder nicht. Wenn ich Lust darauf habe, dann mache ich das einfach. Und sonst wird eh nichts hochgeladen bei No Hand Gaming. Deshalb habe ich mich jetzt hier hingesetzt und spiele hier Trials Fusion wie ein Boss. Hier schon mal die Goldmedaille erreicht. Läuft ja schon mal ziemlich gut. So. Mal schauen, was die nächste Strecke so birgt. Wow, der Applaus. Wow. Wow. Das Wasserwerk. Ich guck mal, ich denke mal, wir machen so 3 Strecken pro Folge. 3? Also jetzt gehen noch 3. Später werden die Strecken natürlich richtig schwer. Da reicht vielleicht eine halbe Strecke pro Folge. Nein, Spaß. Auf jeden Fall eine. Aber mehr wird auch nicht drin sein. Die Herausforderung mache ich übrigens nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Weil das ab und zu so scheiß Herausforderungen sind. Das juckt mich auch gar nicht. Ich bin zufrieden, wenn ich hier die Strecke absolviere. Weil so einfach ist es ja gar nicht. Also diese Strecken sind jetzt noch easy peasy. Aber danach muss ich echt sagen, ich habe echt ein paar schwere dabei. Okay, das war gut. Das war jetzt nicht so gut. So. Da sind wir wieder im Ziel und oh, diese Slow-Mo ist Killer. Ja, mal schauen, vielleicht können wir ja auch 4 pro Folge machen am Anfang. Ich habe jetzt erst, warte mal, 3,5 Minuten aufgenommen. Mal schauen, und später werde ich es dann auch mit Facecam machen, aber meine Facecam buggt im Moment rum und vor allem habe ich mich ja auf meinem normalen Channel noch gar nicht gezeigt. Und das will ich dann schon auf meinem normalen Channel sozusagen entjungfern und nicht hier auf No Hand Gaming. Aber wenn ich mich auf meinem normalen Channel zeige, dann werde ich mich auf jeden Fall auch bei No Hand Gaming zeigen und werde dann auch ein paar Facecam-Folgen aufnehmen. Und No Hand Gaming wird sowieso ab FIFA 15 wirklich, es wird richtig viel kommen dann, weil FIFA 15, ne, ich sage einfach noch nichts, seid einfach gespannt und freut euch darauf. Aber die Leute, die FIFA mögen, ist echt was Geiles dann, der Kanal. Und wow. Okay, alles klar. So. Aber ihr könnt mir ja unbedingt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Trials Fusion findet. Also jetzt zum Angucken oder wie ihr das Spiel allgemein findet. Und also die es gezockt haben oder die es haben. Wir haben jetzt hier schon die neue Ebene freigeschaltet. Aber wir machen natürlich erst die anderen Strecken zu Ende. Ich muss sagen, mir gefällt es echt gut, das Game. Es ist echt
Ich finde es schade, dass man noch nicht online. Vielleicht patchen die das ja noch. Dass man noch nicht online zocken kann. Weil das wäre dann echt Killer. Das wäre echt Killer. Bei Xbox ist dieses Trials Evolution, hieß es da, glaube ich. Das war schon echt geil, Mann. Das war echt richtig gut. Und. Ja. Schmutziges Derby. Ein bisschen Schmutz kann nicht schaden. Absolviere die Strecke und erhalte Bronze. Okay, das wird nicht so schwer sein. Wir gehen natürlich immer auf Gold. Ist ja klar. Okay, der Anfang war jetzt nicht so gut. Was labert die, Alter? So. Oh Gott. Okay, dieses Gelände sieht so geil aus, ohne Witz, sieht so realistisch aus, finde ich. Und auch diese Sonne, die so richtig blendet beim Spielen. Das bockt schon. Was hat mich fast gemault. Und Bounce. Wieder Gold geholt. Nice. Das Ganze halt, ich muss echt sagen, ist ein bisschen, na, ein bisschen zu einfach, dieser Anfang. Ich denke, das wird jeder Gold schaffen, also so eine Herausforderung ist das nicht. Aber ich hoffe mal, es wird schwerer mit der Zeit. Cliffhanger hört, steht ja hier auch Anfänger, okay. Ja, wir machen das jetzt trotzdem mal durch. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf die schwere Strecken. Das wird dann auch wahrscheinlich ein bisschen lustiger, weil ich mich da ultra aufrege. Ich bin jemand, der sich bei Call of Duty richtig aufregen kann. Wer mein 500 Abonnenten Special gesehen hat, weiß das ja. Aber bei so solchen Spielen, ich reg mich da so auf. Vielleicht kennt der ein oder andere ja Happy Wheels. Und bei Happy Wheels ist echt Schicht im Schacht bei mir, Alter. Ich schrei da so rum. Das macht mich noch aggressiver als FIFA, Alter. Freestyle. Aber bis jetzt muss ich ja noch nicht ausrasten. Boah, geil. Oh, habt ihr die Vögel gesehen? Die sahen auch geil aus, Alter. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Einfach drüber fahren. Okay, ist schon echt. Ist schon echt einfach. Da steht ja auch Anfänger. Wir sind zwar auch ein Anfänger. Oh, das sah. Oh mein Gott, das sah jetzt. Oh Gott, das sieht richtig geil aus. Das ist geil gemacht, Mann. Diese Endcam. Immer. Das ist echt cool. So, jetzt kommt, glaube ich, noch die letzte Strecke, wenn ich mich nicht irre. Und die heißt Balanceakt. Das ist, glaube ich, irgendwas Spezielles. Ja, das ist ein Technikparcours. Fahre so weit du kannst, das Neigen ist deaktiviert. Das heißt, man kann nur Gas geben oder bremsen. Und man muss und darf einfach nicht sich maulen. Und das ist echt, das hört sich leicht an, ist aber nicht so leicht. Weil man muss halt, man kann nicht einfach durchfahren. Okay, doch, jetzt hier hätte ich durchfahren müssen, da mault es mich auch schon. Das ist die Bronzemedaille, damit geben wir uns auf jeden Fall nicht zufrieden. Das heißt, wir müssen hier doch Gas geben am Anfang. Aber das muss man ja auch erstmal wissen. Das war jetzt perfekt. Ich glaube, jetzt muss man ein bisschen langsam fahren hier. Ja, das war nicht schlecht. Oh no. Oh, das war knapp, Mann. Ach, okay, ist das Gold? Ja, das ist die Goldmedaille. 207,755 Meter haben wir erreicht. Und dann würde ich auch sagen, mit knapp 10 Minuten beenden wir auch schon diese Folge. Wir gucken jetzt nochmal, was uns in der nächsten Folge erwarten wird. Bounce, das Arktische Open sieht auch richtig geil aus. Und mal schauen, dass immer noch... Okay, das sind jetzt einfach. Hört sich schon, also schon ein bisschen besser als... Anfänger. Ich mache dieses Trainingsprogramm noch ohne, weil es ist immer so langweilig. Und dann sehen wir uns bei Ski oder Chopper. Oder Ski oder Chopper, besser gesagt, wieder. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Jungs. Haut rein.